Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlich geherzt hier im 10. Teil meines Euro Truck 2 Simulator Let's Play. Und zwar, heute ist ein schöner Tag. Ich habe gesehen, ich könnte mir jetzt einen Auflieger kaufen. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar dieser hier, dieser Kurta Insider oder so nennt sich dieser. Ja, ist auch der einzige, den ich mir kaufen kann, weil mehr Cash habe ich nicht einmal, aber das macht nichts. Hier wird noch, ach, das ist alles gesperrt hier, egal. Ich nehme jetzt einfach mal diesen hier, so ein bisschen kaufen, ja bitte. Ausführung ändern. Hey, das sieht ja toll aus. Ja, was kann ich denn hier machen? Zubehör, brauche ich da was? Lackierarbeit. Weiß. Nutzerdefinierte Farbe. 5000 Öcken wollen die dafür. Ne, dann lassen wir das weiß und fertig. Gib ich dann noch Zubehör. Was? Wähle einen Punkt. Was ist denn da? Andacht. Ach. Hat Fachwerk. Zwei Achsen. Hä? Eine Achse, aber jetzt ist er kleiner, ne? Ja, ne. Nehmen wir gleich den großen. Wenn schon, denn schon, ne? Was mache ich denn jetzt? Weiß gar nicht, was ich jetzt gemacht habe hier. Irgendwas wird sogar abgezogen, sehe ich gerade. Immer warum, weiß ich nicht. Naja, das soll mir egal sein. Ich nehme dazu, wie das ist und fertig. Bestätigen. Und ja, ich werde ihn dann so kaufen jetzt. Wo möchtest du den Auflieger abstellen? Ja, dann bitte hier, wenn es geht. Ah, nee, geht ja gar nicht. Hier in Nürnberg. Ja. Ja, okay. Und in der Garage Nürnberg abstellen. Ja, klar. Glückwunsch, der Auflieger wurde gekauft und wird in der ausgewählten Garage platziert. Du kannst über den Auflieger-Manager auf ihn zugreifen. Ah ja, coole Sache. Okay, schön. Dann machen wir mal zu. Was für ein Ding jetzt, wo ist dieser Managa? Ah ja, hier, Auflieger Managa. Da sind wir. Wähle rechts einen Auflieger, um seine Details anzuzeigen. Ja gut. Aktueller. Ach, Status. Gesetzlos. Aktueller Status. Standort ändern, anpassen, Privatstellen, jetzt nutzen. Ah, leerlaufen, das ist ja gar nicht gut. Willst du den ausgewählten Kurta Insider wirklich benutzen? Es wird deine Garage Nürnberg auf dich warten. Boah, ja, kann ich dir nicht irgendwie zuweisen, dass ein anderer damit fährt oder so? Hm. Ja, das ist jetzt komisch. Was mache ich denn jetzt? Ja gut, wenn ich das machen muss, dann mache ich das. Abholbereit in Nürnberg. Okay, gut. Was? Rückschicken, verkaufen, anpassen. Ja, da bin ich jetzt, ne? Aber kann ich denn da nicht? Mann, ich möchte gerne, dass dieser Anhänger wer anders fährt. So. Was ist hier mit... Momentan Auflieger, keiner. Hat auch kein Auflieger. Mhm. Sie fährt, oder er fährt gerade eben Motorkühler. Achtenbuch. Okay. Naja, gut. Hm, was mache ich denn jetzt, Leute? Komisch jetzt. Warte ein bisschen. Nee, dann kann anscheinend nur ich ihn jetzt fahren. Na, ich... Moment, das lässt mich jetzt einfach nicht in Ruhe. Was? Auflieger Aufgussteile, das will ich doch gar nicht. Auflieger, meiner Gott. So, jetzt... ja, Fahrer Managa.
Gehen wir doch nicht. Aufrüsten, verkaufen, Konfiguration. Das ja. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Naja, wie dem auch sei jetzt. Wir gucken jetzt einfach mal wieder so in der Frachtbörse. Frachtmarkt, verwendet deinen eigenen Auflieger, um eine große wieder Frachten zu bringen. Ja, gut. So, wow, das wird dann gleich viel besser bezahlt, merke ich gerade eben. Aha. Kriegt man doch, glaube ich, gutes Geld für, ne? Und Karotten. Kokosnussöl. Ja, ich bin dann gerade eben in Bratislava. Ah ja, jetzt kann man das auch so filtern. Jetzt habe ich das auch gecheckt. Ja, von Bratislava nach Lodz. Lodz? Ach, dahin, okay. Bratislava, Dresden, nö, nach Pex. Ja, da gebe ich dir noch mehr Geld, ja super. Ostrau, da war ich ja schon. Und da komme ich doch gerade eben. Manu. 150. Nach Krakau. Was mache ich denn jetzt, Leute? Bratislava, Klagenfurt. Nein, in Österreich war ich schon. Hanoi, was mache ich denn jetzt? Pex. Von Bratislava nach Pex. Will ich dahin nach Pex? Ich weiß jetzt echt nicht. Ich bin so durcheinander, Leute. Ah, oder will ich nach Krakau? Ach, ich fahre jetzt nach Krakau und gut ist. Ja? Jetzt gebe ich da noch. Nee. Nehme das und gut. Hä? Habe ich denn jetzt da hinten drauf? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Achso, ich habe ja gar nichts drauf. Ich habe ja abgeladen. Ah. Ich bin doch so ein kleiner Spinner, merke ich gerade eben. Boah. Boah. Ein bisschen zurück müsste ich vielleicht schon noch. Wo vielleicht? Ah ja, jetzt. Okay, gut, gut, gut. Na, dann kann ich jetzt mal fahren. Na, da hätte es jetzt beinahe einen Crash gegeben. Ah, okay, ich habe einen Benzhändler entdeckt. Gut. Das freut mich. Und dann gehen wir hier rein jetzt. Ja, ein bisschen zu weit bin ich irgendwie, merke ich gerade. So, und jetzt gucken wir mal. Aufträge. Moment, das war jetzt immer nicht das, was ich eigentlich wollte, Leute. Moment nochmal. Verwende deinen eigenen Ableger, jawohl. Das war genau. Und zwar wollte ich jetzt nach Hundefutter nach Krakau, hat das geheißen, gell? Ja. Ware zum Behördebereich. Moment, wie geht denn das jetzt? Wo habe ich denn meinen eigenen... Hä? Oh nein, Leute.
Das kann ich doch nicht machen. Ich habe doch gar keinen Anhänger, also kein Auflieger, ne? Eieieiei, was habe ich denn gemacht? Ah, ich muss diesen Auftrag irgendwie loswerden jetzt. Muss ich doch glatt mal so ein bisschen absagen hier, Moment. Wie kann ich denn das machen? Warte, was habe ich denn hier für Funktionen? F1? Wenn das Spiel unterbrechen, 14. F1 oder Pause? So, F. Ne, das geht nicht, oder? So, zack, zack. Moment, so reicht normalerweise. Gut, was haben wir hier noch? F3. Ne, lass mal so, das passt. F4. Nicht passiert. Hä? Komisch jetzt gewesen gerade eben, keine Ahnung. Nee. Okay. Check. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier F6. Aha. F8. Wie breche ich jetzt den Auftrag ab, Mensch? Was mache ich denn dort? Das ist jetzt echt ärgerlich, Leute. Aufliegermanager. Ah. Leute, wie mache ich jetzt das? Ich will den Auftrag jetzt irgendwie loswerden. Studio. Nein. Nee, das kann ich jetzt auch nicht machen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal wieder hier vorne hin und schau, was los ist, dass ich den Auftrag wieder loswerde, ne? So. Was gibt es denn? Wenn ich hier nach Brach. Ah ja, es geht sogar von der Bezahlung. Naja. Was denn das hier? Von hier nach Brünn. Na, 50 Kilometer, das könnte ich eigentlich annehmen, ne? Also nach Brno, da war ich ja schon. Ach man, wie kann ich jetzt diesen Auftrag loswerden? Jetziger Auftrag, abbrechen. Ich muss eine Strafe von 12.000 bezahlen, ja gut. Jetzt habe ich halt Minus, ne? Oh nein. Oh, das ist gar nicht gut, Leute, ich habe voll miese gemacht. Ja gut, Leute, da muss ich jetzt erstmal hier das Ganze verdauen. Echt, das war mir jetzt ein bisschen zu heftig. Heide Witzka, was meinen da? Oh, Leute. Ja, das war jetzt so ein kleines Dümpel-Video, wo ich einfach nur rumdümpel, sinnlos. Aber wenigstens habe ich einen Auflieger gekauft. Das ist auch schon mal was hier, ne? Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch bitten, mich zu abonnieren und ein Glöckchen drücken. Nicht vergessen, dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich was Neues für euch hochgeladen habe, ja? Von diesem Video logischerweise gibt es auch eine Fortsetzung. Das heißt, wieder einschalten, Leute, ja? Bitte. Und ja, tut mir einen Gefallen, bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt doch bitte den Bauchnabel waschen, ja? Gut, danke. Also, in diesem Sinne, bis bald. Tschö, Papa.